für die Jungen finde ich es ein schönes Zeichen. Also klar, es sind die ersten Hochrechnungen, aber es ist sicher ein schönes Zeichen. Es zeigt mal, die Bevölkerung hat Vertrauen in die Landwirtschaft, vor allem Vertrauen in die nächste Generation. Wir machen es auch nicht so grundschlecht. Oder der Weg, den wir einschlagen, ist auch nicht so viel grundschlecht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Vertrauen zukünftig haben. Der Initiativtext war sehr schwer verständlich oder vor allem in dem Sinne schwer verständlich, dass man nicht so genau wusste, was sind die Konsequenzen. Bei vorherigen Abstimmungen hat man ganz klar, wenn man den Text hat gelesen hat, schon fast Konsequenzen gesehen, was das für meinen Betrieb könnte heissen. Aber da war es jetzt ein bisschen mehr versteckt. Dort haben wir in der ersten Phase schon sehr viel Aufwand, Betriebe aufzuklären. Ja, was könnte das bedeuten für die Betriebe, für einen einzelnen Betrieb? Was heisst das konkret? Was ist das Ziel der Initiative? Und das war sicher ein bisschen schwieriger als in anderen Jahren. Und gleichwohl haben wir es schlussendlich doch noch zustande gebracht, dass es verständlich wird, auch für die breite Bevölkerung. Ja, was heisst das denn wirklich? In Konsequenz, die Initiative, der Text klingt nicht so schlecht, der Titel ist wieder mal gut. Aber was es denn wirklich heisst, da haben wir sicher ein bisschen mehr Mühe gehabt als in anderen Jahren. Genau. Grundsätzlich schon, dort war es so sehr schwierig. Auch unser Ziel war ganz klar zu erklären, ja, Biodiversität nein zur extremen Initiative. Und das manchmal verständlich überzubringen, ist schon auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, jetzt gerade als Junge haben wir viel erreicht mit Videos, mit sympathischen Videos, sympathischen Auftritten, wo wir wirklich sagen, hey, wir als Landwirtschaft sagen ja zur Biodiversität, aber nein zu so extremen Forderungen. Ja, für uns ist es sicher wichtig, dass wir auf dem Bestehenden weiterfahren. Also, dass die Betriebe aktiv erklären, hey, wir machen, das haben wir jetzt probiert, wir machen schon viel für die Biodiversität. Ja, was heisst das genau? Dass man dort zum Beispiel die Bevölkerung auch mitnimmt. Es gibt auch viele coole Projekte, wo man vielleicht aktiv zusammen viele Betriebe machen, dass irgendwie Aufwertungen macht, Steinhäufe zusammen macht, dass man dort die Bevölkerung ein bisschen mehr einschliessen kann. Vielleicht auch, wenn man vom Betrieb erzählt, die machen das und das. Und dass Biodiversität eben auch wichtig ist auf den Betrieben. Das hat man vielleicht im Moment manchmal ein bisschen zu wenig thematisiert in den Diskussionen. Genau, vor allem auch daran festhalten, dass mehr Gesetze Biodiversität nicht mehr bringen, sondern das, wo wirklich Biodiversität etwas bringt, das passiert draussen und findet draussen statt und zusammen eben mit der Landwirtschaft, weil wir genau wissen, wo braucht es was, wo wäre was passend und wo vielleicht weniger.